Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, da bin ich wieder auf meiner Terrasse. Donnerstagmorgen, so 6 Uhr schätze ich mal. Und es hat geregnet in der Nacht. Und in der Früh auch nochmal ein Schauer. Also, alles nass. Und gut, dieser Regen wäre jetzt eigentlich nicht mehr notwendig gewesen, weil die Leute sind beim Reisernten und das macht die Sache natürlich schwieriger, also fast unmöglich, wenn der Reis nass ist, dass man den dann auch erntet. Ja, und gut, ich hoffe, dass morgen das Wetter besser ist, weil morgen ist ja der Höhepunkt sozusagen von diesem Elefantenfest hier in Surin. Das heißt, da ist das Buffet für die Elefanten hergerichtet, ich weiß nicht, wie lang das ist, aber sehr, sehr lang. Und der Aufmarsch von den Elefanten und das gibt so einiges zu sehen morgen eigentlich die ganze Zeit. Das hat ja schon früher angefangen mit den ganzen Tänzen und Trachten und so was da, Khmer-Musik und Lao und da kommen die Leute von überall. Das ist so das Highlight hier in Surin, einmal im Jahr. Das ist ja das größte Elefantenfest weltweit, habe ich schon gesagt. Und ja, sehr interessant, das sollte man gesehen haben. Ich habe es jetzt fast jedes Jahr erlebt und wir gehen trotzdem jedes Jahr immer wieder hin, weil es ist einfach, ist einfach was los, ist einfach schön. Und jetzt, wie gesagt, morgen ist ja der Höhepunkt erstmal dann und dann gibt es ja noch diese Elefantenshow da. Da würde ich jedem raten, sich Europax mitzunehmen, weil die Lautsprecher sind sehr laut. Aber die Show an sich auch sehr schön. Weil das sind auch so, da werden diese Kämpfe nachgestellt, auch mit Elefanten und so verschiedene Schlachten und alles sind allein die Kostüme schon und so, also sollte man sich anschauen auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Ja, wen haben wir denn da? Hey, ist die Mimi, die wieder auf. Na, ja, Mimi. So Leute, und was wollte ich dann sagen? Ja, und am selben Tag, also auch morgen, ist dann abends das Loi Krathong-Fest in Surin. Das kommt ja noch dazu, das ist ja auch, das fällt diesmal alles zusammen. Bei uns im Wat war es schon vor ein paar Tagen, aber in Surin ist es, wie gesagt, morgen. Loi Krathong, das ist ja das Fest, das Wasserfest eigentlich, wo diese, man hat so kleine Floße mit Blumen geschmückt und die tut man da im Wasser, dann setzt man ins Wasser und wünscht sich verschiedene Sachen und dankt eigentlich. Also so viel ich das verstanden habe, das Wasserfest, weil es wird das Wasser gefeiert, also so ungefähr, nicht zu verwechseln mit dem Neujahrfest, wo die Leute sich mit Wasser besprühen. Also jedenfalls, ich habe das auch schon öfters erlebt hier in Thailand und ist immer wieder was los, sollte man gesehen haben. Surin, ich glaube, die Hotels sind wieder ausgebucht und sehr viele Touristen, sehr viele Farangs auch dabei, wie jedes Jahr. Und wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass das Wetter mitmacht, dass es nicht regnet, denn das wäre schade. Ne? Okay. Und mit diesem Regen, wie gesagt, ich habe ja gestern angefangen zu gießen und die ganzen Bäume bewässert und so. Und immer wenn ich sowas mache, kommt dann meistens Regen dabei. Aber gut, war ja nicht falsch. Der Regen, das Wasser zieht sich in den Grund. War ziemlich trocken, weil es war jetzt lange Zeit kein Regen mehr. Und die jungen Bäume, die wir jetzt gepflanzt haben, muss man sowieso jeden zweiten Tag sollte man die schon gießen, damit sie auch richtig anwachsen. Ja. Und ansonsten, es ist noch ziemlich früh am Morgen, wir haben noch nicht gefrühstückt, nicht mal Kaffee getrunken. Wir werden jetzt dann gleich zum Dorfladen fahren da und das Frühstück einkaufen und was man so noch braucht. Meine Frau wollte heute auch eine Suppe kochen, irgendwie so Reissuppe, irgendwas. Braucht sie noch ein paar Zutaten, die sie nicht hatte, werden wir von da auch kaufen. Und heute werden wir wahrscheinlich zu Hause bleiben, weil wir sind noch immer beschäftigt mit Aufräumen. Das muss jetzt zügig vorangehen, weil wie gesagt, morgen sind wir ja beim Fest und am Samstag ist ja auch unser Besuch schon da. Die Muck und Familie, Mann und Kind, die Mabel, wie gesagt. So, und ansonsten
das übliche halt hier in Isan, nichts Besonderes. Also jetzt dieses Fest natürlich ist was ganz Besonderes, aber ansonsten, das dauert jetzt noch ein paar Tage und dann ist auch vorbei. Wir wollten gestern auch auf diesen Markt gehen. Wir waren ja am Markt, an so einem Mittwochsmarkt, und nachher hatten wir eigentlich vor, noch zu diesem Markt neben der Elephant Show da zu gehen. Der hat ja schon seit ein paar Tagen geöffnet und bleibt bis, ja, noch eine Woche auf jeden Fall, schätze ich mal. Da gibt es verschiedene Sachen zu kaufen, also von Bäume, Pflanzen und Holzmöbel und natürlich jede Menge Essen und so, was halt so diese Märkte hier in Thailand zu bieten haben. Sind ja, ja nicht alle gleich, aber schon ja, ähnlich, sage ich mal. Essen jeder Menge und ansonsten, und dieser ist jetzt besonders groß, da kann man auch richtig Möbel kaufen oder diese kleinen Holzhäuser auch waren letztes Mal dabei und verschiedene Sachen so. Also lohnt sich auf jeden Fall auch ein Besuch dort. Wir haben vor, noch ein paar Bäume zu kaufen. Da kriegt man Bäume, die man sonst nicht so kriegt. Hier in Surin verschiedene, ja, bisschen exotisch, was heißt exotisch? Also ein paar Sorten, wo einfach sonst nicht so im Handel sind hier in Surin. Weil die Leute kommen von überall her. Die Stände, die sind aus ganz Thailand, ne? Ja, unsere Mimi. Die wird sich freuen. Ich bin gespannt, wenn sie die Muck sieht. Wie ich schon sagte, das ist ja der Hund von unserer Tochter Muck, die jetzt in Samut Prakan lebt und früher in Bangkok. Und ja, den Hund hat sie dann hier gelassen, die Mimi. Einfach, damit wir auf ihn aufpassen. Und das machen wir jetzt bereits schon seit Jahren. Aber immer, wenn die Muck kommt zu Besuch, die Mimi erinnert sich noch immer an sie. Also das ist, sie weiß schon, wer ihr Herr ist sozusagen. Und da ist die Freude immer riesig, ne? Ja. So, Leute. Und ansonsten, ja, wie gesagt, wir werden jetzt gleich Frühstück holen gehen. Ganz komisches Wetter. Immer noch erkältet. Ich weiß nicht, an was das liegt. Aber vielleicht auch von den kalten Getränken oder einfach von dem Fan, den meine Frau die ganze Nacht laufen lässt. Oder weil ich auch zu oft in den Pool gehe, ich kann es eben nicht lassen. Ich sollte ein paar Tage Pause machen und dann wird wahrscheinlich auch die Erkältung weg sein. Aber naja. So, und ja, also das war es erstmal. Für heute, ich meine, da wird wahrscheinlich übers Wochenende einiges los sein bei uns, weil jetzt kommt ja nicht nur die Tochter, dann kommen auch die anderen Verwandten noch dazu, die Familie, die Alert und meine Schwägerin, die Koi mit den Kindern, klar, dass die zusammen spielen können da und der Kang ist ja hier mit seiner Familie und mal sehen, da werden wir eine kleine Feier veranstalten, ein bisschen grillen vielleicht oder Essen bestellen oder so. Jetzt, ich weiß auch nicht, wie lange die bleiben. Die haben nicht viel Zeit, unsere Muck. Wahrscheinlich werden die nur übers Wochenende bleiben. Was ich eigentlich schade finde, aber immerhin besser als nichts. Und ja. Okay, Leute, also, wie gesagt, wir werden jetzt mal in den Dorfladen fahren, um Frühstück zu holen. Das ist das Erste. Und Kaffee trinken und dann kann es losgehen, hier weiter mit aufräumen. Ist noch ein bisschen nass alles, aber gut, wir werden das schon hinkriegen. Jeden Tag ein wenig und wir kommen gut vorwärts. Ne? Okay, also euch noch einen schönen Tag und dann ja, bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.